Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich treffe mich jetzt mit den Jungs. Wir wollten ursprünglich nochmal zum 2-Sterne-Koch, aber der hat heute nicht offen. Ruhetag, Wochenende war zu krass für ihn. Er braucht einen Tag, um seine Vorräte aufzusammeln, aufzustocken. Ja, den anderen geht es nicht so gut, mir auch nicht. Leiden heute. Oh Mann, ey. Schauen wir mal, was wir so machen. Was geht ab, Tati? Wir gehen Döner essen. Es gab nämlich, ich bin momentan in diesem Food-Algorithmus auf Instagram. Da gab es so eine Top-10-Liste von irgendeinem Kritiker. Und ja, ungefähr dahin fahren wir. Da in die Nähe. Der hatte eine Top-10-Liste Döner in München. Dann hat er so die Leute gefragt in den Kommentaren, was ist eure Top-10 und so. Ich habe natürlich Türkisch gesagt, ihr kennt ja unsere Nummer 1. Und die haben mir dann direkt auf Instagram gefolgt, Bergenmänner. Aber so 90% der Leute, ich blende das mal hier nebenbei ein, haben Food Factory gesagt. Ich weiß nicht, ob die gekauft sind oder ob die ihre Zuschauer, ihre Fans halt aufgerufen haben, das zu kommentieren. Aber war schon sehr schnell, Leute. Das ist unsere sehr merkwürdig, dass so viele das geschrieben haben. Vor allem, ich habe den noch nie davor gehört. Aber jetzt testen wir den mal. Tati fühlt sich nicht so gut. Schlechte Nachrichten. Bezüglich seinen Schmerzen. Musst du den Leuten nicht erzählen. Sag doch. Nein. Ich fühle mich auch nicht so gut. Erzähl mal, was ist los, Alter? Ja, wir haben endlich eine Antwort bekommen. Echt jetzt? Von wem? Von Maestro. Okay, Tati ist schon mal begeistert. Du bist begeistert? Ja, ernsthaft. Die machen ihre Falafel hier selber, ja. Nicht dieser billige Falafel, die ich jetzt überall gesehen habe. Sogar bei diesem Kartoffelkönig, der macht sie nicht selber. Okay. Und die kaufen Hamburger, ich kenne die. Und der macht sie hier selber. Er frittiert sie frisch. Schau mal, Pluspunkt, Alter. Und ich krieg sogar irgendwie Gott, das zum Testen. Oh, Alter, so geil. Geile Jungs ist jetzt hier, Alter. Ich bin echt happy. Okay, Leute, ich habe auch eine Falafel bekommen. Also es gab auch einen Zahnstocher, aber ich war jetzt leicht überfordert. Boah, Hammer. Hammer. Auch super Service. Freundlich. Wir dürfen filmen, alles. Oh mein Gott, ich muss die Kamera schnell auspacken. Tati wollte schon sagen, er muss die Rangliste ändern. Oh mein Gott. Was ist da los, Tati? Erster Bissen. Ja. Du schmeckst die Soßen. Ja. Mega geil. Wirklich. Leicht fruchtig lecker, Junge. Das ist echt gut. Oh mein Gott, die Jungs sind fasziniert. Echt gut. Also erstmal haben wir hier noch umsonst Nachspeise bekommen. Mhm. Kuss geht raus. Demnächst, wenn wir größer sind, passiert das öfters. Dann laden die uns ein zum Essen, damit wir die bewerten. Aber schon mal Service, Freundlichkeit, tipptopp. Lachen, machen Scherze. Ja, keine Musik, Alter. Wollen uns nicht verklagen und rauswerfen wie in Wolfgangshausen. Okay, was ist los, Jungs? Ihr schwärmt davon. Wahnsinn, wirklich. Also ich habe ja meinen mit extra Hummus bestellt. Ja. Ich glaube, der hat 3 oder 4 Soßen drauf gemacht, aber richtig, wie Barsch gesagt hat, richtig krass verteilt mit diesem Teig. Schön verteilt. So muss das sein. Ja. Alter, das ist mega. Ohne Witz. Okay, Mann. Das ist mega. Endlich mal ein Hype, der wahr ist, oder wie? Ohne Scheiß. Der ist wirklich sehr gut. Also das Fleisch ist... Ich habe sogar angeschaut, wie alles andere ist. Schön, mega sauber. Wie die schneiden runter, wenn es schön... Gar ist das Fleisch. Das Fleisch das ist super lecker. Die Soßen sind der Hammer. Die Soßen sind echt der Hammer. Und das ist das Wichtigste. Mein Gott. Und das ist wie beim Türkisch, weil du schmeckst die Soßen einfach. Und das ist ja das Wichtigste. Ja? Alter, mega. Diese Döner-Brotform ist viel logischer eigentlich. Soße verteilen. Nein, kannst du mit dem anderen auch. Du musst halt nur richtig machen. Oh mein Gott. Du musst es nur richtig machen. Jetzt bin ich auch gehypt. Ich habe noch nicht gegessen. Ich muss mich noch hier um Kamera alles kümmern. Instagram, ihr wisst Bescheid. Ich bin endlich dran, nach den ganzen Fotos, dies, das. Ich höre die ganze Zeit Tati nur schwärmen. Wir ignorieren schon den Chat die ganze Zeit, obwohl ganz viele im Stream sind. Wir kommen gleich zu euch. Mach bitte so. Ich habe das da, die ist weich, also die ist gebraten. Das ist extrem lecker. Ja, dann nur noch nicht. Hammer! Ich finde die echt super. Ich finde die besser als Mustafa. Ich
Mustafa gar nicht so gut. Ich bin den 100 Mal gewinnen, aber also der ist eindeutig. Also Lott hat die mindestens Platz 2 schon mal geknackt. Ja. Also fast schon, also der kommt über auf ich würde sagen, echt fast auf Platz 1 mit Türkischen Vermögen. Weil ich genau das liebe, oder? Oh Gott. Was ist da Minz noch drin? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so schnell Döner gegessen habe. Ich schwöre. Jungs, sie haben den neuen krassesten Döner Münchens gefunden. Was für Post, was für Wolf nach Hause, Mann? Was soll ich sagen? Das ist mega. Ich glaube, das ist die Goldgrube, Leute. Echt mega lecker. Ich muss nachfragen, was dieses süße, leckere. Habt ihr das auch? Leicht süß. Nein, Maike. Ist es Maike? Ist da Maike drin? Nein, Mustafa ist nicht so krass, ganz ehrlich. Ist schon stabil, ist schon. Der ist schon stabil. Mustafa auf Platz 3 runtergerutscht. Der ist wirklich, also ich weiß nicht, ob du aus München kommst, aber komm her. Ich hasse es bei oh Mustafa. Oh mein Gott, sie kommt, wir schicken dir. Mach mal. Wer kommt aus München? Maike, oder wie heißt sie? Michael Halt. Michael Halt. Was ist Mädchen oder Junge? Food Factory. Michael, Mende. Sag mir, was das Süße ist. Komm, ich werde ihn gleich fragen, was das ist. Das ist in der Soße. Das ist die Soße, gell? Ich glaube, das ist die Soße. Es gibt so einen Sweet Spot. Schau mal. Zu süß, zu salzig, bam, bam. Schau mal. Er war genau richtig. Das Weiße ist, glaube ich, Knoblauch. Knoblauchsoße. Das Rot sieht. Frag mal, wie viel Soße aus dem Löhrer kommt. Gut. Aber irgendwas ist das Süße. Kann auch sein, dass es Ketchup ist. Einfach nur die Süße von Ketchup. Boston Lidl Allee. Ohne Witz, also meine Meinung ohne Witz, er knallt auf Platz 1. Ja. Wir haben gerade einen Quatsch mitbekommen, der macht vieles selber, alles rausgemacht. Ja. Wirklich lecker. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Ja. Junger Unternehmer, ja. Er versteht das Game. Ja. Der macht genau richtig, er will die ganzen YouTuber an sich locken, damit er einfach Werbung macht für die, ja. Für den ganzen Followern, das ist das Beste, was es gibt. Ja, ganz ehrlich. Ja. Irgendwann mal werden wir schon gesponsert. Ja, werden wir schon hinkriegen, oder? Ja, er wollte uns ja hier gerade ein bisschen was geben. Ja, ja. Aber wollte passt eigentlich. Aber die haben uns schon hier echt die haben uns schon Leute. Versorgt. Sehr nette Leute, sehr nette. Ich habe fertig gegessen, Hammer. Wir haben gerade ein bisschen mit dem Besitzer gequatscht. Er ist auf uns zugekommen. Die Mitarbeiter haben wahrscheinlich Bescheid gegeben. Da haben wir ein bisschen gequatscht, hat ja doch ein bisschen hier Business to Business hier gequatscht. Echt Hammer. Junger Unternehmer. Ich habe auch direkt gefragt, weil das klingt nach einer Kette und so. Er meinte, das ist sein erstes, aber er hat schon vorausgedacht. Ja. Und den Namen so gewählt, dass er daraus Ketten machen kann und sowas. Ja. Instagram-Game und so, versteht er. Ja. Und Jungs, noch ganz ehrlich, er hat da drüben noch eine Bäckerei. Bäckerei heißt Brot, er macht sein Brot wahrscheinlich selber ja. Und so, ja. Bam, bam, bam. Perfekt. Perfekt. Also ich bin gehypt, ja. Ich hype den Laden, der ist wirklich geil, ja. Ja, also wirklich, Hype, den ja. Hype, den ich auf Instagram gesehen habe, genau. 100% gerechtfertigt. 100% gerechtfertigt. Alter. Also letztes Mal bin ich hier nach Hause gegangen und habe eine Bewertung geschrieben, Hype nicht gerechtfertigt oder so. Alter, heute gehe ich nach Hause und schreibe eine Bewertung, Hype gerechtfertigt. Hammer. So und so. Alter, das war Hammer. Und aber auch Service und sowas für mich gehört auch dazu. Oh, 100%ig. Gehört dazu. Wenn du nett bist, lieb bist, weißt du, man kann viel verkacken, ja, aber durch einen guten Service, durch nette Plaudereien und so kann man wieder alles wettmachen, oder? Ja. Hier, die Jungs hier, wollt sie probieren, ja. Hier, ich gebe euch das, Alter, das ist Mindgame, oder, ja, das ist schon gewonnen. Ja. Also Barisch redet mit irgendeinem, dass er duschen so gehen darf oder so. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da vor sich geht. Aber ich gönne mir jetzt noch eine Nachspeise. Mega lecker, wirklich mega lecker. So, Nachspeisen-Time. Soll dazu drei, vier Soßen. Du hast verpasst, wir haben mit dem Besitzer geredet und echt? So ein bisschen. Oh ja. Mein Gott. Bisschen gequatscht. Siehst du dann im Video. Okay, oder im Stream. Ja, Mann, Hummus, absolut genial, ohne Scheiß. Für mich ist der. Auch Hammer. Für mich ist der. Richtig saftig. Für mich ist der mit Türkisch auf Platz 1, oder? Wow. Ja, zu Recht.
wirklich so richtig, nichts gegen Mustafa. Ja. Habt ihr die Soße gefallen? Nee, wollte ich nicht. Ja, haben wir vergessen. Alter, das trieft ja so, Alter. Nee, ich dachte. Leute, ich esse eigentlich nie schnell den Döner. Ich war erster mit Abstand. Ich auch, Mann. Ich hab mich leicht verschluckt. Ich musste kurz warten, bis hier. Ich hab schon überlegt, was zu trinken, weil ich mich verschluckt habe vom Essen, weil ich so schnell gegessen hab. Wie heißt der Michael Lalt oder Michael Halt? Dass sie Ahnung haben, die haben Ahnung gehabt. Ich schwör mir immer noch davon. Die hatten einfach Ahnung, oder? Von dem, was sie machen, Mann. Ja. Ja, allein mit der Verteilung der Soßen angefangen. Kleinigkeiten, ja, ja. Hat alles gepasst. Hype hat gestimmt, Leute. Heftig. Wenige Zutaten drin, ja. Sag ich jetzt mal, aber es hat gepasst, es war lecker. Ja. Richtig, richtig geil, also richtig super. Ihr hört selber. Wirklich. Wird nicht unser letztes Mal sein. Nee, Mann. Die haben noch Sucuk, oder? Oh mein Gott, Sucuk Sandwich, ja, Mann. Die Köfte bin ich auch echt. Die gespannt. Köfte, weil er hat gesagt, der Besitzer hat gemeint, dass die Mutter die selber macht. Ja, ja, ja. Und man weiß ja, oder nichts schmeckt besser als wie bei Mama. Und dann, wenn die das echt gut hinkriegt, boah, leck mir am Arsch, könnten die echt richtig super saftig sein, oder? Ihr seht, das Essen hat unsere Stimmung nach oben geschossen. Wir waren echt richtig down. Richtig down, aber oh mein Gott. Oh Gott. Ich schwöre, ich quatsche noch ein bisschen mit denen, vielleicht nächstes Mal. Gibt da was? So, Stream beendet. Ist da jemand hinter mir? Morgen scharfe Chips essen bei Chong. Mit Livestream. Schaut's gerne vorbei. Abschied. Ich hab echt keinen Bock. Ja, mach das schon. Jetzt entspannt mal. Habt ihr abschließende Worte? Habt ihr irgendwas zu sagen zu diesem Dönerladen oder so? Meine Laune war mies. Ja, Mann. Der Döner hat die Laune wieder echt gut gemacht. Oder wirklich, der war sehr, sehr lecker. Super lecker war der. Nur zu empfehlen. Aber woher kommen die auf einmal so? Wie kann man halt so kommen und Nummer 1 sein? Also wie geht das? Weißt du, was ich meine? Ja, es sind halt viele Faktoren, die zusammenspielen, ja. Und hat vieles gepasst. Die haben viele Faktoren und die haben vieles richtig gemacht. Und das geht's, ja. Wenn man einen Laden macht und man macht sich seine Gedanken und macht alles richtig, dann kann man nur gewinnen. Und die haben das geschafft. Und ich wünsche ihnen auch viel Erfolg. Wir werden da öfters essen gehen. Mega geil, oder? Ja, gute abschließende Worte. Ihr wisst Bescheid, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt die Videos ab, checkt die Livestreams ab, kauft WTC. Normal, serious business. Ja.